Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächstes für die Fraktion der AfD der Kollege Scholz. Herr Kollege Scholz, Sie haben das Wort. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatsminister, verehrte Damen und Herren! Wie nicht anders zu erwarten, ist Herr Professor Lorz mit seinen Leistungen und denen seines Ministeriums höchst zufrieden und demgemäß auch voll des Lobes. Erinnern wir uns, ganze zwei Tage vor dem Ende der Sommerferien stellte der Kultusminister die letzte Aktualisierung seines Hygieneplans vor, dessen Umsetzung am darauffolgenden Montag mit dem Beginn des neuen Schuljahres beginnen sollte. Dies wurde flankiert mit den Worten, Zitat, man sei jetzt motiviert wie nie. Zitat Ende. Ferner hätten die vergangenen Wochen und Monate eindrücklich vor Augen geführt, welch große Bedeutung Schule und Unterricht in der Gesellschaft haben würde. Herr Minister, dieser grundsätzlich zu begrüßende, wenngleich recht späte Erkenntnisgewinn Ihrerseits stimmt uns dennoch hoffnungsfroh hinsichtlich der Zukunft unserer Kinder. Und dies gilt, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwarz zu? Nein. Danke. Und dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass Sie im Verbund mit Ihrem grünen Koalitionspartner es seit Übernahme der Regierungsverantwortung nicht einmal ansatzweise geschafft haben, das hessische Bildungssystem und hier speziell unsere Schulen auf die sich zunehmend verschärfenden gesellschaftlichen Randbedingungen sowie die Bewältigung des eingetretenen Ausnahmezustandes vorzubereiten. Wir behaupten, dass Ihnen hierzu genügend Zeit zur Verfügung stand. Denn es ist bereits 7 Jahre her, als das Robert-Koch-Institut ein Pandemieszenario konzipierte, welches auf empirischen Daten verschiedener Epidemien der Vergangenheit, also Influenza, HIV, SARS-CoV, Vogelgrippe H5N1, basierte. Und dieses Verlaufsschema kann seit etwa einem halben Jahr unter Realbedingungen von jedem von uns beobachtet werden. Die Existenz, möglicherweise auch der Inhalt der Drucksache 17-12051 mit dem Titel Bericht der Bundesregierung zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 vom 3. Januar 2013 sollte Ihnen wohl bekannt sein. In diesem Papier erfolgt die detaillierte Auflistung der zu treffenden Gegenmaßnahmen für den Fall des Ausbruchs einer Pandemie, z.B. die Aussetzung von Großveranstaltungen, Schließung von Schulen und weitere umfassende Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Insbesondere erfolgt darin die dringende Empfehlung hinsichtlich der ausreichenden Bevorratung von Atemschutzmasken, Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln. Verantwortungsvolles politisches Handeln hätte bedeutet, bereits damals effektive Maßnahmen zur Ergreifung, um perspektivisch qualifizierten Lehrernachwuchs in ausreichender Anzahl zu erzeugen, Notfallpläne und alternative Beschulungsformen für den Ausnahmezustand detailliert auszuarbeiten und rechtlich zu verankern, sowie den hierfür notwendigen Ausbau der digitalen Infrastruktur zu forcieren. Das praktische politische Handeln sah indes anders aus. Es wurden in vielen Gremien, Land auf, Land ab, viele Schallwellen und vielleicht noch mehr mit euphemistischen Floskeln beschriebenes Papier erzeugt und nebenbei den Schulen ein Sparkurs verordnet. Schüler und Lehrer wurden nicht systematisch auf den technischen sowie pädagogisch-methodischen Umgang mit digitalen Lern- und Lehrumgebungen vorbereitet, um bei Eintritt des Ernstfalles den Hebel einfach umlegen zu können, so wie das in anderen europäischen Ländern offenbar möglich war. Daher konfrontieren wir Sie an dieser Stelle explizit mit dem Vorwurf der Ineffizienz und Ineffektivität Ihres politischen Handelns. Die Belege hierfür sind erdrückend. Hier nur zum Beispiel ein Beispiel unter vielen.
Noch sehr wach ist mir die Erinnerung an die Schulschließungen am 16. März dieses Jahres. Die Schulen wurden völlig unvorbereitet, das heißt ohne Notfallplan bzw. detaillierte Handlungsempfehlungen seitens des HKM mit der Aussetzung des Lehrbetriebes konfrontiert. Einer Umfrage zufolge beschränkte sich die einsetzende Ersatzbeschulung zu 84% auf den vom pädagogischen Standpunkt höchst unbefriedigenden Versand von Arbeitsblättern und Lehrbuchaufgaben. Einige Lehrer berichteten mir, dass ihre Schüler nach der Schulschließung förmlich untergetaucht sind und somit für die Lehrer gar nicht mehr erreichbar waren. Bei den Schülern zu Hause hätte es vielfach an geeigneten digitalen Endgeräten bzw. einem leistungsfähigen Internetzugang gefehlt, wobei Kinder aus sozial benachteiligten oder bildungsfernen Familien besonders schwer zu kämpfen hatten. Dieser für eine hochentwickelte Industrienation wie Deutschland erbärmliche Zustand hat sich bei vielen Schülern bis zum Ende der Sommerferien überhaupt nicht verändert. Überdies waren viele Lehrer dieser neuen Herausforderung nicht hinreichend gewachsen, da angemessene Schulungen im Umgang mit digitalen Medien im Vorfeld kaum erfolgten und somit ihre zugehörige Motivation überschaubar blieb. Jüngere Kollegen hatten mit der Gestaltung des digitalen Ersatzunterrichts tendenziell wenig Probleme. Das Schicksal einer Schülergruppe scheint nicht von ausgeprägtem medialen Interesse zu sein. Kinder mit festgestelltem Förderbedarf, die an Regelschulen inklusiven Unterricht erhalten. Über diese besonders förderungsbedürftige Kinder findet sich in Ihrem Bericht, Herr Professor Lorz, kein einziges Wort. Gerade diese Kinder mit Förderbedarf, Lernen und sozial-emotionale Entwicklung kann eben nicht sich selbst oder einem Computer überlassen werden. Ihre Eltern sind mit der Aufgabe der Heimbeschulung zum großen Teil überfordert. Diese Kinder benötigen einfache, klare Strukturen, einen geregelten Alltag sowie eine starke emotionale Bindung zu ihrer Bezugsperson in Form eines qualifizierten Förderschulpädagogen. Nicht nur die Schulschließungen, sondern bereits die derzeitige veränderte Lernsituation an den Regelschulen mit schulabhängiger Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln stellt diese Kinder vielfach vor schier unlösbare Probleme. Der derzeitige Pandemiezustand offenbart eindrücklich das Scheitern an der überstürzt betriebenen Inklusion ohne jegliches Augenmaß und stellt ein schlagendes Argument für die Reaktivierung des bewährten Förderschulsystems dar. Dort gibt es kleine Lerngruppen und geeignete räumliche Bedingungen zur Erfüllung der Abstandsregeln sowie qualifizierte Förderschulpädagogen, die sich gezielt um diese Kinder kümmern können. Zum nächsten Problemfeld. Ihre Sichtweise, Herr Minister, wonach unsere Schulen in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt vollzogen, können wir nicht teilen. Das Schulportal, an welches gegenwärtig nur etwa 900 oder 970 Schulen angeschlossen sind, ist hinsichtlich seines Funktionsumfanges bezüglich digitaler Lernmöglichkeiten noch sehr eingeschränkt. Sein hauptsächliches Einsatzfeld ist weiterhin in Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben zu sehen. Dass in Zeiten des vermehrten Fernunterrichts aus pädagogischer Sicht wertvolle Instrument zur Durchführung von Videokonferenzen ist bisher nicht einsatzreif. Des Weiteren verfügen immer noch zu wenige Schulen über einen Internetzugang per WLAN, und die Versorgung mit digitalen Endgeräten erfolgt nur sehr schleppend, obwohl es hierfür an finanziellen Mitteln aus dem Digitalpakt nicht mangelt. Es ist daher zu befürchten, dass viele Schüler und Lehrer frühestens im nächsten Schulhalbjahr ausgestattet werden können. Die vom HKM zum Zweck der Schließung von Wissenslücken angebotenen freiwilligen und schulbezogenen Sommerlager dürfen getrost als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein bewertet werden. So wie manch andere Ad-hoc-Maßnahme stellen sie lediglich eine Art Placebo-Pille für die Eltern da zur Stärkung ihres Durchhaltewillens angesichts des gut sortierten Angebotes ministerieller Zumutungen.
Diejenigen Schüler, welche diese Hilfe nach wie vor dringend benötigen, wurden von den Maßnahmen überhaupt nicht erreicht. Hier besteht daher starker Nachholbedarf. Insbesondere gegenüber solchen Schülern, welche trotz ungenügender schulischer Leistungen bzw. ungünstiger Lerneinstellungen in diesem Jahr in die nächsthöhere Jahrgangsstufe versetzt wurden. Auch was die Bewertung der Bearbeitung dieses Problemfeldes durch die Landesregierung anbetrifft, wäre Lob gänzlich verfehlt. Unsere mehrmals vorgebrachte Forderung nach Erstellung eines konzeptionellen Rahmens mit präzisen Verhaltensregeln für das geordnete, schrittweise herunter und anschließende Wiederhochfahren des Schulsystems sowie differenzierte Beschulungsangebote, welche dynamisch an den Ausprägungsgrad des Ausnahmezustandes angepasst werden können, wurden von Seiten des Kultusministers bisher vollständig ignoriert. Dies geschah vor dem Hintergrund ihres eigenen Anspruches, Eltern, Lehrer und Schüler Planungssicherheit für den Fall pandemiebedingter Schulschließungen zu gewähren. Stattdessen präsentieren Sie uns heute einen mutmaßlich auf dezente Druckausübung seitens Frau Merkel hin verabschiedete Vier-Stufen-Plan der Kultusministerkonferenz, welcher unsere Forderungen nicht im geringsten gerecht wird. Und darüber hinaus sogar Ihren jüngst erstellten Hygieneplan in wichtigen Teilen konterkariert. So kurz ist die Halbwertszeit Ihres eigenen Konzeptes. So einfach werfen Sie eine pädagogisch gebotene ablehnende Haltung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Präsenzunterrichts über Bord. Mehr noch, die Maßnahme der Schulschließung ist für Sie wieder zu einer Option geworden, jedoch ohne parallel aus den bereits ausgeführten Gründen ein überzeugendes Ersatzunterrichtskonzept konzipiert zu haben bzw. umsetzen zu können. Meine Damen und Herren, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an Schulen wird von meiner Fraktion als sowohl pädagogisch als auch medizinisch nicht geboten abgelehnt. Und damit stehen wir nicht allein. Die Sichtweise wird vielmehr von renommierten Wissenschaftlern, Kindern und Jugendärzten sowie zahllosen Eltern und Lehrern geteilt. Mund-Nase-Schutzmasken wie die selbstgenähten oder auch die Community oder die AY-Masken bieten nach Verlautbarung des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte keinerlei Schutz vor einer Übertragung des SARS-CoV-2-Virus. Der Netzseite des Institutes ist zu entnehmen, ich zitiere, Träger der beschriebenen Mund-Nasen-Bedeckungen können sich nicht darauf verlassen, dass diese, sie oder andere vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 schützen, da für diese Masken keine entsprechende Schutzwirkung nachgewiesen wurde. Zitat Ende. Diese Behauptung wird gestützt vom früheren Präsidenten der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Prof. Gerhard Scheuch. Das Tragen derartiger Mund-Nase-Bedeckung zwingt Kinder und Lehrer dazu, einen Teil der ausgestoßenen Luftmenge wieder einzuatmen. Der dadurch extrem erhöhte CO2-Anteil führt nachweislich zur Belastung wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit und fehlende Konzentration. Es ist daher evident, meine Damen und Herren, dass der Einsatz von Masken den Erfolg der pädagogischen Arbeit verringert, sei es nun im Unterricht, in den Pausen oder während der Wahrnehmung der Ganztagsangebote und darüber hinaus die Gesundheit von Lehrern und Schülern gefährdet. Meine Damen und Herren, wenn eingedenk dieser Erkenntnislage dennoch die psychische und physische Gesundheitsgefährdung von Schülern und Lehrern offenbar billigend in Kauf genommen wird, dann steht hier nach meiner Überzeugung der Tatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung im Raum. Ja, zur Unterbrechung von Infektionsketten, meine Damen und Herren, gibt es weitaus wirksamere Methoden. Lassen Sie mich dies genauer ausführen. Es beginnt mit der Fahrt zur Schule. Hier hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit den Kommunen dafür Sorge zu tragen, dass hinreichend viele Schulbusse zum Einsatz kommen, sodass jedes Kind auf seinem Sitzplatz den Mindestabstand in guter Näherung einhalten kann. In den Schulen kann durch die Gestaltung eines
versetzten Unterrichtsbeginns für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen sowie durch gestaffelte Pausenzeiten und Essenszeiten das Schüleraufkommen auf den Fluren und auf dem Schulhof minimiert werden. Die Schulträger haben zeitnah dafür zu sorgen, dass zum einen in allen Klassenräumen ein regelmäßiges Stoß- und Querlüften gewährleistet werden kann und zum anderen in jedem Klassenraum ein Waschbecken mit warmem Wasser vorhanden ist, um die regelmäßige Handhygiene zu garantieren. Ferner ist anzustreben, alle Schulen mit wirksamen Belüftungssystemen auszustatten. Davon träumen die Schulen heute noch, um auch während der Wintermonate ausreichendes Lüften zu gewährleisten. Beim Einsatz von Schutzutensilien und der Umgang der Hygieneregeln setzen wir auf das Prinzip der Freiwilligkeit und begründeten Einsicht und nicht etwa auf die Ergreifung von Zwangsmaßnahmen oder die Erzeugung diffuser Unsicherheits- bzw. Angstzustände. Die Anleitung unserer Schüler, auch in dieser Hinsicht zu mündigen und selbstbewussten Menschen, gehört zum schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag und ist überdies in unser aller Interesse. Die Fraktion der AfD fordert daher die Landesregierung auf, das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen an den hessischen Schulen zwecks Erhalt der Unterrichtsqualität sowie der Gesundheit unserer Kinder umgehend auszusetzen. Wir behalten uns ausdrücklich vor, zur Durchsetzung dieser Forderung gegebenenfalls geeignete rechtliche Instrumente zum Einsatz zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Scholz. Als nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten, Moritz Promny, der jetzt auch gleich das Wort erhält. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Schulen stehen im Mittelpunkt. Das ist der Titel der Regierungserklärung. Man fragt sich dabei nur, im Mittelpunkt wovon? Sicher nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Landesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Schulen, da denkt man zunächst an unsere Schülerinnen und Schüler. Unsere Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt. Das kann aber gar nicht gemeint sein. Denn das würde zunächst bedeuten, dass Sorgen, Hoffnungen und Ängste der Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden würden, was nachweislich nicht der Fall ist. Laut einer Studie der Uni Hildesheim fühlen sich ein Großteil der Kinder und Jugendlichen mit ihren Sorgen nicht gehört. Es wird über sie geredet, aber nicht mit ihnen. Das bestätigt auch der Umgang der Landesregierung mit den Corona-bedingten Anpassungen des Schulgesetzes. Hier sollten die Schülerinnen und Schüler, wie auch andere Betroffene, gar nicht erst angehört werden, bis die Oppositionsfraktionen auf diesem Recht der Interessengruppen beharrt haben. Mehr als zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler haben Angst, in der Schule nicht mehr mitzukommen. Würde man die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen, wäre also längst das digitale Lernen ausgebaut. Alle Schulen wären zumindest mit WLAN ausgestattet und hätten Zugang zu einem Lern- und Lehrportal. Um dem vermeintlichen Gegenargument dabei direkt zuvorzukommen, nicht um den Präsenzunterricht langfristig abzuschaffen, sondern um ihn adäquat zu ergänzen. Um Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern und um sie in der Pandemiesituation nicht alleine zu lassen. Immerhin, der Kultusminister erlaubt den Schulen nun, Videokonferenzen einzusetzen, wenn Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Da würde mich mal interessieren, wie viele Schulen haben denn eigentlich die technischen Voraussetzungen dafür? Auch vor dem Hintergrund der verschwindend geringen Mittel, die bisher aus dem Digitalpakt abgeflossen sind, wie viele Schulen haben denn die technischen Möglichkeiten, um Schülerinnen und Schüler per Videokonferenz zuzuschalten? Wenn Schulen Schülerinnen und Schüler nicht per Video zuschalten können, werden Lernmaterialien weiterhin versandt und
gegebenenfalls sogar postalisch. So steht es jedenfalls in den Empfehlungen des Kultusministers. Und, meine Damen und Herren, das ist die Schule des 21. Jahrhunderts in den Augen der Landesregierung. Tatsache ist, Schülerinnen und Schüler stehen in dieser Vorstellung von Schule leider nicht im Mittelpunkt. Wenn der Titel der Regierungserklärung sich also nicht auf Schülerinnen und Schüler bezieht, vielleicht spielt er dann auf Schulgebäude an. Man könnte also meinen, die Gebäude stehen im Mittelpunkt dieser Landesregierung. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Schulträger. Die zahlreichen Presseberichte über fehlende Warmwasserwaschbecken, nicht ausreichende Masken trotz Maskenpflicht und Fenster, die sich nicht öffnen lassen, lassen hier aber anderes vermuten. Und diese Berichte beziehen nicht einmal zeitgemäße Ansprüche mit ein, die ein Schulgebäude im Jahr 2020 eigentlich erfüllen müsste. Wir reden hier über lichtdurchflutete Räume, ausreichend Platz für Ganztagsangebote, offene Lehr- und Lehrarrangements für zeitgemäße Pädagogik. Die KfW schätzt den Finanzbedarf für Schulsanierung in ganz Deutschland auf 44 Milliarden Euro. Auf Hessen entfallen dabei so eine andere Studie rund 3 bis 4 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, es wird deutlich, die Schulgebäude stehen nicht im Mittelpunkt der Landesregierung. Zuletzt wäre natürlich noch möglich, dass der Titel der Regierungserklärung auf die Lehrkräfte verweist. Unsere Lehrkräfte stehen im Mittelpunkt. Würden Lehrkräfte im Mittelpunkt stehen, hätte der Kultusminister bei der Frage der Endgeräte aber schon vor Wochen eingelenkt. Da lag unser Vorschlag ja auf dem Tisch, die Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten auszustatten. Und eins ist doch mal klar, die Ausstattung der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ist nicht zuletzt für das datenschutzkonforme Arbeiten unerlässlich. Und stattdessen wurde unser Antrag einfach abgelehnt. Und Kollege Degen hat es angesprochen, die Kehrtwende kam erst, als die Bundeskanzlerin sich einmischte. Wer Lehrkräfte in den Mittelpunkt stellt, kann aber nicht ernsthaft erwarten, dass sie Wochen oder gar Monate digitales Lernen mit ihren privaten Endgeräten bestreiten. Das ist ein Skandal, Sie sagen es. Sie sagen es, das ist ein Skandal. Und das verstößt auch gegen die Fürsorgepflicht, lieber Finanzminister Buddenberg. Und der Kultusminister, ja, dazu kommt, dass es eine Vielzahl von Erlassen, Vorgaben, Konzepten gab, die dann aber auch, wie der Kollege Degen richtig festgestellt hat, immer erst freitags die Schulen erreichten. Und das musste dann alles montags umgesetzt werden. Man kann da sehr freundlich sein und das als Spontanität bezeichnen. Die Arbeit der Schulleitung und Lehrkräfte in den letzten Monaten war enorm, und sie haben Gigantisches geleistet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sie mehr Respekt verdient haben. Für uns ist klar, es gäbe genug zu tun, wenn man unsere Schulen tatsächlich mal in den Mittelpunkt stellen würde. Und Kollegen, sehr geschätzten Kollegen Schwarz, reicht ja offenbar die Ankündigung, mit 150 Millionen Euro Vertretungskräfte zu finanzieren. Da will ich kurz was dazu sagen. Die Ausstattung mit ausreichend Personal ist eine originäre Landesaufgabe, und sich dafür so zu feiern, ich glaube, das ist nicht angebracht, Kollege Schwarz. Immerhin fehlen in Hessen mittlerweile so viele Lehrkräfte, dass der Kultusminister schon mit Zwangsabordnung drohen muss, um den Lehrkräftemangel überhaupt einigermaßen zu bewältigen. Genaue Zahlen, der Kollege Degen hat auch hier das Stichwort geliefert, genaue Zahlen zum Lehrkräftemangel bleibt der Kultusminister auch mit Beginn des neuen Schuljahres wieder schuldig. Unsere Schulen in den Mittelpunkt zu stellen, für uns beginnt das mit einer ausreichenden Lehrkräfteversorgung und einem respektvollen Umgang mit den Lehrkräften. Und hierzu gehört nicht zuletzt Planungssicherheit. Wenn Infektionsfälle an Schulen auftreten, wurden diese bisher ausschließlich an das Gesundheitsamt weitergeleitet. Welche Maßnahmen an den Schulen folgen sollten, war vollkommen ungewiss. Unser Konzept dazu hatten wir schon in der letzten Ferienwoche vorgestellt. Keine flächendeckenden Schulschließungen bei erhöhten Infektionszahlen in den Landkreisen. Dafür aber Blended Learning
mit vorgegebenen Präsenzzeiten und Lerngesamtkonzepten, sobald an der Schule selber ein Infektionscluster auftritt. Kernerreichbarkeit für Lehrkräfte, die Nutzung von Lehr- und Lernplattformen und ein verbindliches Feedback für die Schülerinnen und Schüler über die digitalen Kanäle. Seit vergangenem Freitag ist nun klar, dass auf Druck der Bundesregierung und abgesprochen mit der KMK auch der hessische Kultusminister einen Stufenplan vorsieht. Letzte Woche Freitag, das war 2 Wochen nach Schulbeginn, etwas spät, würde ich sagen, etwas spät. Und weiterhin fehlt jede Angabe von Inzidenzzahlen für die einzelnen Stufen. Darüber hinaus bleibt auch spannend die Frage, wie denn die Stufen 3 und 4 ausgestaltet werden sollen, ohne die notwendige digitale Ausstattung der Schulen. Stichwort Schulportal. Vor den Sommerferien wurde ja mehrfach angekündigt, dass die Skalierbarkeit des hessischen Schulportals nach den Sommerferien gegeben sei. Nun haben wir im Ausschuss erfahren, dass dieser Zeitplan leider nicht eingehalten werden kann. Zunächst geht es in eine neue Vergaberunde. Da fragt man sich schon, Herr Kultusminister, wollten Sie eigentlich gar nicht alle Schulen an das Schulportal anschließen? War das der Plan? Und dasselbe Bild zeigt sich bei den Videokonferenzen. Auch hier wird ein landesweites Programm, das den Schulen flächendeckend zur Verfügung steht, nach noch Monate andauern, bis es überhaupt ausgerollt werden kann. Immerhin sorgt der Bund dafür, Schülerinnen und Schüler mit Tablets auszustatten. Die Nachfrage allerdings, ob denn die Tablets wie angekündigt mittlerweile an den Schulen angekommen sind, konnte der Kultusminister zunächst nicht beantworten. Heute haben Sie gesagt, es seien ca. 60.000 Endgeräte. Ich denke, wir sollten die Urheberschaft hier schon noch einmal kenntlich machen. Die Arbeit, diese Zahlen zu ermitteln, haben dankenswerterweise die Journalistinnen und Journalisten der Hessenschau übernommen. Sie führten eine Abfrage unter den 21 Landkreisen und 5 kreisfreien Städten durch. 58.553 Tablets und Notebooks sind bereitgestellt. Ausgeliefert wiederum wurden nur bislang jedes 5. Gerät. Es gibt aber auch noch eine gute Nachricht, was mittlerweile tatsächlich geklappt hat. Das will ich hier auch lobend erwähnen. Nachdem ja Anfang der 80er Jahre die erste E-Mail in Deutschland empfangen wurde, haben im Jahr 2020 tatsächlich auch hessische Lehrkräfte endlich eine Dienst-E-Mail. Und das ist gut so. Das ist gut so. Das System lässt allerdings sich nur mit einem Browser öffnen und fordert bei jeder Anmeldung eine Handy-App-generierte TAN. Die Nutzung üblicher E-Mail-Programme wird unterbunden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier sollte dringend nachgebessert werden im Sinne unserer Lehrkräfte, denn die müssen mit den E-Mail-Adressen arbeiten. Und zudem muss klar sein, dass E-Mail-Adressen nicht das richtige Mittel sind für eine synchrone Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern. Eine synchrone Kommunikation in Zeiten, wo digitales Lernen zum Teil den Präsenzunterricht ersetzen muss, ist aber unerlässlich. Es braucht also eine synchrone Austauschform über Videokonferenz- und Chatsysteme. Und hier ist eine datenschutzkonforme Lösung zu finden. Das ist hier die Kernaufgabe der Landesregierung. Ein letzter Punkt noch, der zeigt, wie sehr Hessen in der digitalen Bildung hinterherhinkt. Der Kultusminister hat heute erneut verkündet, 90% der Schulen seien an das Glasfasernetz angeschlossen oder projektiert. Genau dazu haben wir eine kleine Anfrage gestellt, die gestern auch beantwortet wurde, dankenswerterweise. Und jetzt wird es aufschlussreich. Im Juli 2020 verfügen 1.222 Schulen und damit rund 61%, immerhin, über einen Gigabit-Anschluss. Der Rest ist angeblich projektiert. Bei 385 der verbleibenden Schulen kann dafür allerdings kein Datum genannt werden. Das sind 66% der noch verbleibenden Schulen. Tatsächlich und halbwegs verbindlich projektiert sind bis 2022 also nur 20%.
Nun geht es dem Kultusminister wie mir, er ist Jurist, wir können beide wahrscheinlich nicht so gut rechnen, er wahrscheinlich besser als ich. 61 plus 20 macht nach Adam Riese noch keine 90%. So viel steht fest, meine Damen und Herren. Mal unabhängig davon, dass vollkommen in den Sternen steht, ob die geplanten Zeitabschnitte eingehalten werden können, hat die Zahl 90% überhaupt keine Aussagekraft. Und für die wenigen Schulen, die sagen wir mal, trotz des Kultusministeriums gut digital aufgestellt sind, sollte es die Möglichkeit geben des Wechsels zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Darauf weist etwa die Stellungnahme der AGD vor wenigen Tagen hin, aber auch viele andere Rückmeldungen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Digitales Lernen in den Kinderschuhen, Chaos bei der Maskenpflicht im Unterricht, übervolle Schulbusse und keinerlei Pläne, sich des Problems anzunehmen und Kapazitäten zu erhöhen. All das zeigt, diese Landesregierung stellt unsere Schulen nicht in den Mittelpunkt. Diese Landesregierung drückt sich vor der Verantwortung. Und ja, die Corona-Pandemie ist ein dynamisches Geschehen. Unser Kultusminister ist es leider nicht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Promny. Bevor Frau Kula ans Pult darf, wollen wir erst mal unseren Hygienepflichten nachkommen. Vielen Dank. Jetzt haben Sie das Wort, Frau Kollegin. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Nach dieser eben uns vorgetragenen Regierungserklärung hat mich eine Glaubenssache der theoretischen Physik dann doch überzeugt. Wenn der hessische Kultusminister ans Mikro tritt und schwarz-grün applaudiert, dann tritt ein Paralleluniversum zutage, welches wir von der Opposition und viele Menschen in Hessen nur ungläubig bestaunen können. Auch unter erschwerten Bedingungen meistern Hessens Schulen den Schuljahresbeginn in beeindruckender Art und Weise. Das war die Überschrift Ihrer Presseerklärung letzte Woche, in der Sie mit voller Inbrunst genau das erklärt haben, was Sie eine Woche vorher mit dem Verweis auf Ihre Gesundheitsexperten in Bausch und Bogen abgelehnt haben. Ich sage Ihnen mal eins: Wenn Schulen den Schulstart in Hessen gut hinbekommen haben, dann, weil Schulleitungen und Lehrkräfte sich reingehängt haben und Konzepte für ihre Schule entwickelt haben, oft über die eigene Belastungsgrenze hinaus. Vom Land konnten sie schließlich keinerlei Unterstützung erwarten. Am Freitag vor Schulbeginn an dem Freitag, hat der Kultusminister einen neuen Hygieneplan vorgestellt. Außerdem sollen ab jetzt Masken auf den Gängen und auf dem Schulhof getragen werden. Kein Konzept, wie Schulen mit den steigenden Fallzahlen umzugehen haben. Keine Regelung zu Masken im Unterricht. Die Schulen wurden komplett alleine gelassen. Und da finde ich es anmaßend, sich hier hinzustellen und sich selbst auf die Schulter zu klopfen, während Eltern ihren Alltag komplett umkrempeln müssen, weil in den verschiedenen Schulen komplett andere Regelungen gelten, Lehrkräfte gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind und Schülerinnen und Schüler nicht wissen, wie sie sich korrekt verhalten. Frau Kohler, lassen Sie eine Frage des Kollegen Schwarz zu. Ja, der Kollege Schwarz wird gleich bestimmt alles Notwendige dazu sagen. Dass Sie jetzt die Lorbeeren von dem Engagement derjenigen ernten, für deren Bildungschancen und Gesundheit Sie verantwortlich sind, das ist schlicht und ergreifend eine Frechheit. Und wenn man sich mal anschaut, was Sie geleistet haben im Vergleich zu dem, was gerade tagtäglich an den Schulen anbrennt, stehen Sie ziemlich schlecht da. Was die Maskenpflicht anbelangt, herrscht doch komplettes Chaos. Sie mussten ja selbst in der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses zugeben, dass die Kommunikation zwischen Ministerium, Schulämtern und den Schulen im Vorfeld überhaupt nicht funktioniert hat. Etliche Schulen ordneten eine Maskenpflicht für den Unterricht an, obwohl sie es nach ihrer Auffassung gar nicht dürfen. Sie können höchstens Empfehlungen aussprechen, die keinen verbindlichen Charakter haben. Nur die Gesundheitsämter dürfen die Maskenpflicht auch für den Unterricht anordnen, wie es beispielsweise auch in Groß-Gerau passiert ist. Das wurde aber so schlecht kommuniziert, dass jetzt die chaotische Situation entsteht, dass die eine Schule in der Kommune eine Maskenpflicht oder eben die Empfehlung eingeführt hat und die Schule nebenan nicht. Das ist doch ein komplettes Chaos.
Und eine solche Politik, die die Verantwortung für so politisch heikle Fragen wie eben die Maskenpflicht im Unterricht nach unten abschiebt, ja, eine solche Politik ist der Pandemiesituation eben nicht angemessen. Und eine solche Politik untergräbt auch die Unterstützung für Corona-Maßnahmen im Allgemeinen, weil die Verhältnismäßigkeiten einfach nicht mehr stimmen. Wie soll man beispielsweise Jugendlichen erklären, dass sie in einer Klasse mit 25 Personen den ganzen Tag beengt ohne Maske sich aufhalten müssen, aber abends nicht mehr mit als 10 Personen im Freien einfach abhängen können? Ich kann das den Jugendlichen dann nicht mehr näher bringen, weil es schlichtweg nicht verhältnismäßig ist. Statt den bereits überlasteten Gesundheitsämtern die komplette Verantwortung für die schulischen Maßnahmen aufzubürden, hätte es seit dem Beginn des Schuljahres einen hessenweit gültigen Stufenplan gebraucht, der klar regelt, bei welchen Inzidenzen vor Ort welche Maßnahmen ergriffen werden sollen. Und ja, auch die Maskenpflicht gehört in einen solchen Stufenplan. Es würden klare Regeln für alle Schulen in Hessen gelten, wann in welcher Form Masken getragen werden müssen. Zu einem solchen Stufenplan gehört aber neben der Frage der Maskenpflicht auch die Möglichkeit einer Teilung von Klassen. Und es ist schon spannend. Auf der einen Seite sagt der Kultusminister, man könne ja durchaus über so etwas reden und er wäre ja auch nicht grundsätzlich dagegen, Klassen im Zweifel auch zu teilen. Aber gleichzeitig werden die Anträge von den Schulen, von der Kultusverwaltung ja abgelehnt, die Klassen zu teilen. Wo ist denn da die Stringenz? Und jetzt fordern Sie eben in dem Stufenplan auch die Möglichkeit, die Klassen zu teilen. Also da wissen ja wirklich die Schulen nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Letzte Woche hielten wir als Abgeordnete und auch Sie, Herr Kultusminister, einen mehr oder weniger Brandbrief, kann man es schon nennen, der Arbeitsgemeinschaft der Direktorinnen und Direktoren an den beruflichen Schulen. Und auch Sie haben die Forderung nach einer Möglichkeit zur Teilung der Klassen aufgestellt. Die Linke hat vor den Sommerferien gemeinsam mit der SPD-Fraktion einen Antrag eingereicht, der Rahmenbedingungen für ein mögliches Konzept beinhaltet, mit dem auch bei steigenden Fallzahlen Unterricht garantiert werden kann. Aber für ein solches Konzept hätte man sich eben über die 6 Wochen der Sommerferien mal Gedanken machen müssen, wie es umgesetzt werden kann. Aber leider kam da überhaupt nichts vom Kultusminister. Stattdessen gilt jetzt Regelbetrieb. Aber genau das führt doch dazu, dass Schulschließungen irgendwann notwendig werden, wenn es bestätigte Infektionen und Verdachtsfälle gibt. Wir haben vorhin die Zahlen gehört. Gleichzeitig sind es schon um die 51 Klassen gewesen, die in die Quarantäne geschickt wurden. Aber der politische Skandal an der ganzen Sache ist doch, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler eben nicht, wie das der Kultusminister darstellt, zu Hause schön unterrichtet werden mit Fernunterricht und so weiter, sondern dass da einfach kein Distanzunterricht stattfindet, dass die isolierten Schülerinnen und Schüler nicht mehr beschult werden. Es gibt nicht genug digitale Ausstattung. Kein Konzept wie Präsenzunterricht und digitaler Unterricht kombiniert werden können. Und es gibt keine Entlastung für die Lehrkräfte. Die Kinder und Jugendlichen werden sich selbst überlassen und ihr Recht auf Bildung eben dann, wenn sie in der Isolation sind, erheblich eingeschränkt. Es war wirklich mehr als genug Zeit, Herr Minister, pädagogische Rahmenkonzepte und einen Stufenplan zu entwickeln. Aber auch wie bei der Digitalisierung der Schulen mussten sie jetzt auch beim Thema Stufenplan zum Jagen getragen werden. Die Kultusministerkonferenz hat jetzt nämlich genau so einen Stufenplan, wie ihn noch vor 2 Wochen wir als Linke, viele Elternvertretungen, aber auch die SPD-Fraktion gefordert haben, beschlossen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn einem die Kollegen sagen, man solle doch bitte das tun, was die Opposition schon gefordert hat. Da gibt es dann nur eins, nämlich die Flucht nach vorn. Und so äußerte sich dann der Kultusminister folgendermaßen in der Presseerklärung letzte Woche, ich zitiere, vieles von dem, was die Kultusministerkonferenz aktuell berät, findet sich in den Leitlinien wieder, die wir noch vor Schuljahresende gemeinsam mit den Schulleitungen, Eltern und Schülervertretern entwickelt haben. Und heute haben Sie genau das Gleiche wieder behauptet. Sagen Sie mal, Herr Lorz, tritt Ihnen bei solchen Behauptungen nicht wenigstens ein bisschen Schamesröte ins Gesicht? Nein, Herr Lorz, Sie haben keinen Stufenplan entwickelt in den 6 Wochen Sommerferien. Sie haben nichts gemacht, und nach den Sommerferien haben Sie den festen Stufenplan abgelehnt und wollen jetzt sich eben nicht die Blöße geben, von Ihren Kolleginnen und Kollegen der KMK vorgeführt zu werden. Aber genau das werden Sie. Letztlich freuen wir uns natürlich, wenn unsere Forderungen aufgegriffen werden, nur ist der Zeitpunkt schlecht gewählt. Ein Stufenplan hätte gleich nach den Ferien vorliegen müssen. Jetzt müssen sich eben alle Beteiligten wieder auf etwas Neues einstellen. Nun, dieser Stufenplan sieht jetzt in der 3. Stufe dann auch die Teilung der Klassen vor und die Stufe 4 sogar den Distanzunterricht.
Das ist ja schön und richtig, Herr Minister, aber dafür hätten Sie eben in den letzten Monaten die Voraussetzungen schaffen müssen. Man muss sich einmal vorstellen, dass das Schulportal, was auch schon angesprochen wurde, immer noch nicht auf alle Schulen ausgerollt wurde. Und scheinbar war es auch wirklich nie darauf angelegt. Aktuell sucht nämlich das Kultusministerium nach einem neuen Betreiber, weil der ursprüngliche nicht die Kapazität für alle Schulen zur Verfügung stellen konnte. Wieso hat man denn dann überhaupt diesen Betreiber ausgewählt, Herr Kultusminister, wenn man doch von Beginn an vorhatte, allen Schulen anzuschließen? Also ich finde das sehr abenteuerlich. Auch fehlt es immer noch an ausreichendem IT-Support für die Schulen. Und Herr Lorz, Sie haben ja gerade angekündigt, dass es mehr Geld dafür geben soll, aber nur, wenn der Bund auch etwas vorlegt. Die hessischen Schulen können aber nicht länger warten. Wie wäre es denn mal damit, wenn Sie beim Thema Digitalisierung ausnahmsweise auch ohne Unterstützung des Bundes die Landesmittel aufbringen würden? Darauf würden die Schulen warten. Noch immer sind viele Tablets noch nicht bei den Schülerinnen und Schülern angekommen. Wir haben es vorhin gehört. Die Hessenschau hat da das gemacht, was eigentlich der Kultusminister tun sollte. Und trotz der Bund-Länder-Programme sind Kinder aus einkommensschwachen Familien digital oft komplett abgehängt. Ein Smartphone ist kein adäquates Lehrmittel, und die Versorgung mit schnellem Internet ist in Deutschland leider immer noch eine Klassenfrage. Aber nicht nur Kinder aus einkommensschwachen Familien werden abgehängt. Es trifft einen Großteil der Kinder und Jugendlichen. Schließlich hat nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer oder ein digitales Gerät, auch nicht in finanziell abgesicherten Haushalten. Falls die Versorgung mit Tablets nicht rechtzeitig möglich ist, wie soll dann eigentlich der Distanzunterricht jetzt organisiert werden? Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schülerinnen und Schüler, die eine besondere Unterstützung benötigen, jenseits der von Ihnen angepriesenen Sommercamps, von denen Sie hier lediglich die Anmeldezahlen und nicht die tatsächlichen Teilnehmerzahlen vorgetragen haben? An der falschen Seite, Herr Minister, bleiben Sie ziemlich unnachgiebig. Gestern hat die Hessenschau über die Schließung der Jugendherbergen in Gießen, Weilburg und Zwingenberg berichtet. Betroffen davon sind 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch für viele andere Jugendherbergen ist das Überleben noch lange nicht gesichert. 75% der Buchungen fallen weg aufgrund der nicht stattfindenden Klassenfahrten. Und Sie haben ja jetzt noch einmal nachgelegt und gesagt, dass bis zum 31.01.2021 keinerlei Klassenfahrten möglich sein sollen. Regelunterricht, aber Klassenfahrten mit Hygienekonzept geht nicht. Auch da stellt man sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Das Land muss aber dann, wenn eben bis dahin nichts stattfinden kann, in jedem Fall die ausfallenden Kosten übernehmen. Das Mindeste, Herr Minister, wäre, die ausfallenden Stornierungskosten auch für die Phase des Lockdowns zu übernehmen. Das wäre ein Zeichen an die Jugendherbergen, dass sie die Einrichtungen als wichtigen Teil der Bildungslandschaft verstehen. Aber so fragt man sich schon, für wen und was die hessische Landesregierung gern in die Geldbörse greift und wo sie knausrig ist. Die existenzbedrohende Situation der Jugendherbergen in Hessen sind Ausdruck einer Politik, die an der öffentlichen Infrastruktur, die für die Mehrheit der Menschen von hoher Bedeutung ist, spart, statt sie weiter auszubauen. Das ist ein politischer Irrweg. Wir brauchen dringend Investitionen in unsere Jugendherbergen, um ihre Zukunft trotz Corona zu sichern. Selbst Sachen, die erst einmal ja nicht schlecht klingen, funktionieren nicht. Es ist explizit zu begrüßen, dass alle Beschäftigten an Schulen die Möglichkeit bekommen, sich alle 14 Tage kostenlos testen zu lassen. Abgesehen davon, dass das auch endlich für alle Pflegekräfte ermöglicht werden muss, lässt dieses Angebot bei genauerer Betrachtung aber einige Federn. Sowohl ErzieherInnen als auch Lehrkräfte müssen sich in ihrer Freizeit in einigen ausgewählten Praxen testen lassen. Die Testergebnisse lassen teilweise tagelang auf sich warten. Wir haben schon mit Lehrkräften gesprochen, die warten seit 8 Tagen auf das Testergebnis. Das soll dann guter Gesundheitsschutz sein? Insgesamt kann man diesem Minister nur raten, sich schnellstens per Warp-Antrieb aus seinem Paralleluniversum zu verabschieden und stattdessen auf Augenhöhe mit den Beschäftigten, Eltern und Schülerinnen und Schülern Lösungen für die gravierenden Probleme an Hessens Schulen, wie den viel zu vollen Schulbussen, dem eklatanten Lehrermangel oder dem baulichen Zustand vieler Schulen zu entwickeln. Es ist Schluss mit Durchwursteln, Herr Minister. Die Hessinnen und Hessen erwarten von Ihnen verlässliches politisches Handeln statt permanenter Selbstbeweihräucherung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kula. Und nunmehr der Kollege Schwarz. Es wurde schon angekündigt, Herr Kollege Schwarz, dass Sie alle Ihre Fragen jetzt in Ihre Rede mit einbauen.
Da sind wir mal alle richtig gespannt. Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Möglichst viel Unterricht in Präsenzform, in möglichst großer Sicherheit, in einem möglichst sicheren Umfeld. Das ist die Maxime unseres Denkens, und das ist die Zielsetzung zum Schuljahrstart 2020/2021, meine Damen und Herren. Das Recht auf Bildung, das Recht auf Beschulung, das gilt auch in Corona-Zeiten, das gilt auch in pandemischen Zeiten. Und weil das so ist, sind wir der festen Überzeugung, dass wir konzeptionell, wie unser Kultusminister Lautz es dargestellt hat, auf dem richtigen Weg sind. Und deswegen, ja, meine Damen und Herren, und deswegen will ich Ihnen Folgendes sagen. Sie haben mir leider keine Fragen zugelassen. Das bietet mir Gelegenheit, die Dinge mal einzuordnen. Die meisten von Ihnen scheinen vergessen zu haben, dass in der zweiten Märzwoche dieses Jahres keiner in diesem Haus, das unterstelle ich, das Thema Schulschließung auch nur ansatzweise durchdacht hat. Am 16. März war es eine konzertierte Aktion aller Landesregierungen, dass man den Schulbetrieb einstellt. Aus gutem Grund. Wir als Land Hessen haben aufgrund der aktuellen Situation, ich bin der Landesregierung sehr dankbar dafür, gesagt, wir übernehmen Verantwortung, wir machen Best Practice, wir können nicht die Abiturientinnen und Abiturienten im Regen stehen lassen, sondern die haben sich vorbereitet, die dürfen ihre Prüfungen machen. Das haben wir gemacht, haben wir entschieden, wir hatten den Mut und wir haben geführt, meine Damen und Herren. Und dann haben wir sorgsam, sehr sorgsam, Schritt für Schritt, immer vor dem Hintergrund des pandemischen Geschehens, der pandemischen Entwicklung, die nächsten Öffnungsschritte begonnen. Ab dem 27.04. bis hin zu der Öffnung zum Regelbetrieb, aber mit konstanten Lerngruppen für die Grundschulen in den letzten 14 Tagen vor den Sommerferien. Und der Erfolg hat uns wiederum recht gegeben, meine Damen und Herren. Weswegen? Weil wir eine Idee hatten und ein Konzept. Und weil das so ist, will ich Ihnen auch darlegen, dass wir nicht irgendwie uns ganz nach im eigenen Kreis drehen, bestimmte Dinge überlegen. Nein, die viel zitierte Konzeptgruppe aus Schulpraktikern mit Hauptpersonalratsvertretern, Lehrervertreter und Schülervertreter, mit allen, die etwas mit Schule zu tun haben und den Sachverstand dafür haben, haben die Schritte, den Rahmenplan, das Rahmenkonzept, aber auch den Leitfaden, der eben in Rede stand, mitentwickelt. Und das war gut und vernünftig. Das ist der eine Punkt. Das Ganze war vor der Sommerpause, ist im Übrigen am 29.06., nur in Erinnerung zu rufen, rausgegangen, also nicht kurzfristig. Gleichzeitig hat die Kultusministerkonferenz am 18.06. gesagt, wir wollen zurück zum Regelbetrieb. Da war ein hohes Maß an Einigkeit unter allen 16 Landesregierungen. Zurück zum Regelbetrieb mit allen, egal in welcher Farbkonstellation auch regiert wird. Und das zeigt, dass wir hier in einem Chor der Vernunft unterwegs sind und nicht irgendwie in Insellösungen die Dinge angehen, sondern im Grundsatz mit Plan, mit Klarheit. Und darauf können sich die Schulen, darauf können sich die Schülerinnen und Schüler und darauf können sich die Kolleginnen verlassen. Da sind wir froh darüber, meine Damen und Herren. Ja, der Regelbetrieb, der ist vor gut 14 Tagen wieder angelaufen. Ich kann Ihnen Folgendes sagen. Ein hohes Maß an Motivation seitens der Schulgemeinde. Die Kolleginnen und Kollegen sind an den Start gegangen, waren froh, dass sie wieder ihre Schülerinnen und Schüler sehen. Der Bezug zu den Schülerinnen und Schülern ist ein großer. Die Schulleitungen waren top motiviert, haben nämlich genau geschaut, was können wir ganz konkret an unserer Schule machen, immer in Abstimmung mit den jeweiligen Schulträgern. Und
auch mal ganz im Ernst, die Schülerinnen und Schüler, die waren so froh, dass sie wieder beieinander waren. Und die Zahlen, da gehe ich gleich noch einmal ausführlich darauf ein, die geben uns auch an dieser Stelle recht. Zurück zum Regelbetrieb war der richtige Schritt. Zurück zum Regelbetrieb ist die richtige Vorgehensweise. Denn mit unseren guten Konzepten sind Schulen zum Glück keine Corona-Hotspots. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, meine Damen und Herren. So, und weil das so ist, möchte ich auch noch den Hinweis geben, weil ja immer diese rechtliche Frage, wie ist denn das eigentlich, hier Maske tragen, da keine Maske tragen und so weiter und so fort, im Raum steht. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof, der hat das beschieden, dass im Klassenraum ohne der Wahrung von 1,50 Meter Abstände keine Maske getragen werden muss. Es sind die Gesundheitsämter in Abstimmung mit den Schulämtern, die vor dem Hintergrund einer pandemischen Entwicklung vor Ort das gegebenenfalls anweisen können. Die Schulleitungen sind es ganz gewiss nicht. Und das hat der Minister sehr deutlich gemacht. Und ich bin sehr froh auch über diese Klarheit, meine Damen und Herren. Ich möchte an dieser Stelle aber wirklich mal die Gelegenheit nutzen, all denjenigen, die dazu beitragen, dass kein Durcheinander entsteht, all denjenigen, die dazu beitragen, dass die Leute nicht aufgeregt werden, all denjenigen, die dazu beitragen, dass tagtäglich auch Präsenzunterricht im Regelbetrieb stattfinden kann, herzlichst zu danken. Das ist großartig, was dort geliefert wird. Das ist großartig, was da gemacht wird. Und die Tatsache, dass über 97% der Kolleginnen und Kollegen bereitstehen für den Präsenzunterricht, kein ärztliches Attest vorlegen. Das zeigt doch, dass Sie wollen, dass Sie können, dass Sie machen für gute Bildung in einer guten Schullandschaft unter guten Rahmenbedingungen in diesem Bundesland. Das lassen wir uns doch nicht kleinreden, meine Damen und Herren. Aber diese hohe Motivation, die gilt es auch natürlich im Sinne der Fürsorge zu flankieren, zu unterstützen. Und wir haben ja diese Tests immer eigentlich mit der Idee herauszubekommen, wie ist denn die pandemische Entwicklung. Ich bin froh, dass an dieser Stelle eine Aussage klar und deutlich zu treffen ist. 12.200, 12.300 Kolleginnen und Kollegen haben bis dato an einem Corona-Test teilgenommen, die keine Symptome hatten. Und es gab unterm Strich zwei positive Fälle. Das zeigt ganz offensichtlich, dass die Schulen tolle Hygienekonzepte haben. Das zeigt ganz offensichtlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Und das zeigt auch, dass die Unterstützung, die wir vor Ort leisten, mit 1 Million FFP2-Masken, mit 1 Million Mund-Nase-Schutzmasken, mit 20.000 Litern Desinfektionsmitteln, mit Face Shields und alles, was dazugehört, hilft und auch die nötige Sicherheit gibt. Die nötige Sicherheit, dass man sich während des Unterrichts gut fühlt. Und wenn es denn, und das kann passieren in einer Pandemie, da ist keiner vorgefeit, zu einem Fall vor Ort kommt, dann stehen vom staatlichen Schulamt Experten bereit, die unterstützen, sowohl in der inhaltlichen Fragestellung, aber natürlich auch in juristischen Fragestellungen. Und das zeigt, das ist ein Konzept aus einem Guss. Da wird keiner allein gelassen, sondern wir halten zusammen, weil wir für gute Bildung stehen, so viel Unterricht in Präsenzform wie möglich, mit so viel Sicherheit wie möglich, meine Damen und Herren. Und damit es hier kein Durcheinander gibt, auch in der Kommunikationslinie, ich hatte mich ja ein paar Mal gemeldet, weil immer über Hygienepläne gesprochen wird. Ja, der letzte Hygieneplan 5.0, der kam an dem Freitag vor dem Schuljahresbeginn raus. Ja, natürlich kam der dann raus, weil man vor dem Hintergrund auch sehen muss, wie ist das pandemische Geschehen vor Ort. Nur, was hier keiner von Ihnen, Oppositionsrat, gesagt hat, die einzige Änderung in diesem Hygieneplan 5.0 ist die Frage, wie gehen wir mit Masken um?
Das ist die einzige Änderung in diesem Plan gewesen. Insofern keine konzeptionelle Herausforderung für die Schulen, sondern schlicht und ergreifend eine klare Sprachregelung, dass da kein Durcheinander entsteht. Und das hilft, meine Damen und Herren. Ich will auf eine Situation hinweisen. Der Kultusminister hat das dankenswerterweise schon getan. Die Situation an den Schulen ist zum Glück eine gute. In Summe gab es 7 Schulen, die 1 oder 2 Tage geschlossen waren, Corona-bedingt. Aktuell ist es eine. Und von den 40.000 Klassen, von 40.000 Klassen bzw. Lerngruppen sind 0,33% derzeit betroffen. Ich glaube, das zeigt, wie hoch die Verantwortung ist, die wir tragen, aber dass es auch funktioniert mit dem, was wir an Rahmenbedingungen vorgeben. Und da will ich nicht an der Stelle sagen, dass wir darauf stolz sind. Wir sind aber froh darüber, dass das, was wir uns überlegt haben, mit den Experten vor Ort, mit den Profis, die operativ dort vor Ort dann auch handeln, dass das funktioniert. Und ich hoffe und habe die begründete Hoffnung, dass das auch so bleibt. Zu den Rahmenbedingungen. Ja. Das normale Geschäft in Anführungszeichen geht auch weiter. Und deswegen will ich nicht unerwähnt lassen, wir haben zum 10. Mal in Folge Rekordinvestitionen in den Bereich Bildung gebracht, zum 10. Mal in Folge 4,2 Milliarden Euro im Einzelplan 04 im Bildungsetat wieder 158 Millionen € obendrauf gelegt, obwohl wir weniger Schüler haben, aber immer deutlich mehr Lehrerstellen, die alle ausfinanziert sind und die auch besetzt werden. Alleine seit 2014 5.000 Stellen obendrauf. Und jetzt mal eine Kalkulation, nicht, dass es wieder um statistische Werte geht. Aber wenn man mal sieht, in diesem Jahr sind zum Glück 1.500 Kinder mehr in der Schule als im letzten, aber immer noch in Summe deutlich weniger als vor 20 Jahren. Für diese 1.500 Kinder haben die 770 Lehrer hingestellt. Also wenn man es darunter Bräche darauf zurückführte, wären auf 2 Kinder ein Lehrer. Das ist natürlich nicht der Fall. Kollege Mayer hat es ausgeführt. Schwerpunkt Ganztag, wo wir toll aufgestartet sind und das Ganze aufgebaut haben. Schwerpunkt auch eine zusätzliche Stunde Deutsch, wo wir sehr froh darüber sind, dass wir die vorhalten. Wir bauen die Programme im Bereich der Integration und des Sozialindex aus. Und natürlich sind uns Investitionen für die Zukunft wichtig. Investitionen für die Zukunft, Stichwort Lehrer im Vorbereitungsdienst, 100 zusätzliche Stellen und weitere Studienplätze. Aber damit es auch mal klar ist, die Debatten, die links und rechts immer geführt wurden, wie ist das eigentlich mit Lehrerversorgung? Die Wahrheit ist doch ganz schlicht. Unsere Maßnahmen haben funktioniert. Auch die Lenkungsmaßnahmen haben gut funktioniert. Die Kollegen, die von den Gymnasien abgeordnet worden sind, jetzt an den Grundschulen sind, haben genau die Bedarfe gestellt. Da sind wir froh darüber. Und wir bauen trotz dessen weiter auf. Und wir bilden zusätzlich aus. Und wir haben auch diejenigen im Blick, die in den Monaten vor der Sommerpause nicht den nötigen Präsenzunterricht hatten, den wir uns gewünscht haben, die in hybriden Formen unterrichtet wurden bzw. die im Distanzunterricht unterrichtet wurden. Das hat natürlich nicht die gleiche Qualität wie die direkte Beziehung zum Lehrer, die direkte Interaktion mit dem Lehrer. Und genau dafür haben wir tolle Programme vorgehalten, die Ferienakademie, da gehe ich gleich noch einmal darauf ein, den Deutschsommer, der immer in Frankfurt an der Polytechnischen Gesellschaft, von der Polytechnischen Gesellschaft vorgehalten wird, oder die schulbezogenen Sommercamps. Aber zu den Ferienakademien. In allen Landkreisen waren die vertreten mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise Studenten, Lehrer im Vorbereitungsdienst oder von den Volkshochschulen und vielen mehr. Es wurde toll angenommen. Da konnten Kinder freiwillig an 4 Tagen in der Woche in Deutsch, Englisch und Mathematik sich weiterbilden, gut auf das Schuljahr vorbereiten. Und das will ich schon einmal in Aussicht stellen. Die Haushaltsdebatte, die wird ja demnächst folgen. Das ist eine Sache, die ich mir gut vorstellen kann, dass die sie verstetigen. Damit ist eine sinnvolle Aktivität in den Sommerferien und es ist eine tolle Möglichkeit, auf freiwillige Art und Weise sich dort in den Bereichen, wo man glaubt, dass es hilfreich ist, zu entsprechend weiterzuentwickeln.
Mit Blick auf die Uhr will ich einen Akzent setzen im Bereich der digitalen Infrastruktur. Ja, die Corona-Situation hat die Schulen in der Tat im Bereich der Digitalisierung deutlich beschleunigt. Der Digitalpakt Schule, den wir letztes Jahr beschlossen haben, wo im Übrigen das Land Hessen, damit es auch mal klar ist, Frau Gula, das Einzige war, was anstatt 10% 25% draufgelegt hat, 25% Landesmittel, geht hier gute Wege und ist beispielhaft voran weg. Aber bei den anderen Paketen, die jetzt noch ergänzt worden sind, sind wir genauso stark und engagiert, nämlich bei der Beschaffung der Endgeräte. Auch die wurden ja schon viel zitiert. Bleiben wir nicht bei den 10%, die wir müssten, sondern wir legen auch hier 25% drauf. Und auch hier die Wahrheit, die Ehre, meine Damen und Herren. Herr Abgeordneter Schwarz, der Blick auf die Uhr muss Sie jetzt zum Schluss kommen lassen. Der Blick auf die Uhr führt noch über eine kleine Schleife und dann zum Schluss, verehrte Frau Präsidentin, ich bin sofort soweit. Das muss aber schnell gehen. Das geht aber ganz schnell. Jawohl. Das ist ein freundlicher Hinweis. Er spart der Opposition, dass ich mich noch intensiver mit Ihnen befasse. Die Wahrheit ist, ich will Ihnen zurufen, das, was Sie nicht vorweisen, sind Konzepte. Sie haben keinerlei Idee, 0,0 gar nichts. Dort, wo Sie Selbstverantwortung haben in anderen Bundesländern, versucht man sich an den guten Beispielen von Hessen zu orientieren. Das ist schlicht die Wahrheit. Wir sind gut gerüstet. Wir sind gut gerüstet. Die letzten zwei Wochen waren sehr erfolgreich, ein toller Schulstart. Schulschließungen sind mit uns oder für uns nur allerletztes Mittel. Deswegen bleibt es dabei, meine Damen und Herren. Ich wünsche den Schulen alles Gute. So viel Unterricht wie möglich, bei so viel Fürsorge und Sicherheit wie möglich. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich möglicherweise auf eine zweite Runde. Da kann ich mir das dann entsprechend noch weiternehmen, was ich Ihnen noch zurufen wollte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schwarz. Da Sie für gute Stimmung gesorgt haben, habe ich ein bisschen was dazugegeben. Als nächstes hätte die fraktionslose Abgeordnete Walter noch 2 Minuten 30. Die sehe ich jetzt aber nicht. Dann sind wir damit zum Ende der Regierungserklärung angekommen. Die gilt als abgehalten. Der dringliche Antrag der SPD mit der Drucksachennummer 20-3526 wird zur weiteren Beratung in den KPA überwiesen. Ebenso der dringliche Antrag der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-3533.